Aber ich... Ist zwar nicht, dass ich das... Also, die bringen mich jetzt wirklich zur Verzweiflung. Ich weiß auch wirklich nicht, wie ich in der Luft denn normal. Ich war doch schon fast nah genug dran. Also eins reicht ja, das ist schön und gut. Und schon wieder zu spät. Jetzt bin ich komplett raus. Wenn ich wenigstens von da hoch könnte, das wäre noch leicht. Oh. Oh Leute, ich bin ein so großer Idiot gerade. Nein, wirklich. Das ist... Da. Ich soll sie ja nicht zerstören. Ich soll nur hinspringen. Und wenn ich das natürlich hier... So. Pass auf. Zerstören. Bam. Ich habe auch immer Y gedreht anstatt X. Und hier oben soll es stattfinden? Los, Kay. Greif mich an. Natürlich, Meister. Aufgepasst. Ah, ich höre schon. Da strotzt jemand vor Entschlossenheit und Kraft. Oh ja. War das jetzt alles, Meister? Ich hab dich besiegt. Damit hast du nicht gerechnet, was? Du warst großartig. Aber ich habe dich gewinnen lassen. Wenn das wahr ist, Meister, will ich sofort mit dem Training weitermachen. Führ ein paar Techniken jetzt mal selbst aus.
Okay. Des hohen Alchemisten Zack befehle ich hiermit, dass dieses terroristische Trainingslager geschlossen werde. Zur Sicherheit der Diokratie für immer. Hier wurden feindliche Übungsangriffe auf Gorillas und Ratten beobachtet, was nicht toleriert werden kann. Jetzt möchte ich einen Mann vorstellen, der keiner Vorstellung bedarf. Funktioniert das? Hören Sie mich jetzt? Ich danke Urang für die herzliche Begrüßung. Es ist klar zu sehen, wie sich die Insel Yenching durch die fortschrittliche und gutartige Technologie der Ratten und Gorillas bereits verändert hat. Pessimisten sehen nur Zerstörung und Kolonialismus. Ich dagegen sehe neue Schulen in ganz Yenching. Gute Dinschulen und ich dieses irrsinnige pseudogeistige Geschwätz vom einen Weg. Im Ernst, Leute! Nieder mit Din! Nieder mit Tak! Das ist unsere Schule und wir wollen sie zurück! Ein Terrorist! Schnappt ihn euch, Jungs! Schon gut. Wir werden die Schule schließen. Das ist jetzt auch egal. Du gibst auf? Einfach so? Ach, was willst du machen? Nimm's nicht so schwer, Junge. Ich hab ein Rendezvous mit einer Flasche Brennnesselwein. Meister ist selbst ein alter Mythos und er trinkt zu viel Brennnesselwein. Su Ling hatte recht. Ich hätte schon längst auf sie hören sollen. Morgen geht die Sonne auf. Über einen Krieger. Aber warum dürfen wir nicht mehr vor dem Dorf spielen? Ich sage doch, es ist zu gefährlich. Deshalb haben wir die Mauer gebaut. Nein, die Gorillas haben die Mauer gebaut, um uns hier einzusperren, für immer und ewig. Schlaf jetzt. Ich möchte extra belohnen. Kann ich da nicht? Schade. Vor wem versteckst du dich? Hier stürmte gerade schon wieder eine Horde Ratten vorbei. Verdammte Ratten! Was glaubst du, wo die hinwollen? Ich glaube, sie wollen zum Hasenbaum. Ihr Anführer soll sich dort aufhalten. Ihr heißt Tak, aber sei vorsichtig. Es wimmelt dort nur so von diesen Monstern und es ist sehr gefährlich. Ja, Tak ist der Käseklops, den ich suche. Ich bin schon unterwegs zum Hasenbaum. Okay. Aber vorher möchte ich mich ein bisschen umgucken. Aber... Warte mal. Willkommen in meinem Laden. Sind wir uns schon mal begegnet?
In meinem bescheidenen Geschäft gibt's Angebote. Also sieh dich nur um. Ich habe viele nützliche Dinge hier. Zum Beispiel den Tipp des Tages. Immer sehr hilfreich und manchmal sogar gewinnbringend. Aha. Kauf dir einen neuen Herzcontainer. Kaufen. Können wir gebrauchen. Hornissenflasche. Lass dich von den Hau. Machst du Witze, junger Kater. Mehr hast du nicht? Wenn du nicht mal meine Dumpingpreise bezahlen kannst, was? Komm lieber später wieder. Verschenken kann ich das nicht. Aha. Aber Bomben. Bomben. Geh niemals ohne eine Bombe aus dem Haus. Wenn die Zündschnur klingt, solltest du verschwinden, sonst... Bumm. Bomben. Geh niemals ohne eine Bombe aus dem Haus. Nimm sie lieber mit. Wenn die Zündschnur klingt, solltest du verschwinden, sonst... Bumm. Auf jeden Fall. Damit... Den ich also einfach mal aus und damit benutze ich sie, alles klar. Was zum? Wo kommst du denn her? Wenn ich das wüsste, war ganz schön dunkel da drin und gruselig. Wie bist du denn überhaupt reingekommen? Ich weiß noch, dass ich beim Händler einen Dämonentrank gekauft habe. Dann habe ich ihn hier getrunken und sah plötzlich ein magisches Portal. Natürlich war ich neugierig und bin reingegangen. Warum probierst du es nicht auch mal aus? Ja, machen wir auch irgendwann. Cool, ich habe eine Bombe gefunden. Aber dafür brauche ich jetzt mal wieder ein bisschen Geld. Alles klar. So langsam komme ich auch wirklich dahinter. Was für deine Sicherheit? Dieser Wald kahlgeschlagen. Na klar, nur zu meinem Besten. Ja, ja. Sieh mal, Rädchen. Tuck hat einen riesen Fehler gemacht und ich muss mit ihm sprechen. Tuck, keine Fehler machen. Nicht sprechen mit dir. Nach Hause gehen, Fellbuschel. Dort ist besser für dich. Hier zu gefährlich. Nein. Genau. Versuch doch, mich aufzuhalten, ihr Naga-Bubis. Du hast einen. Bei 5 Magiepunkten kannst du die magische Attacke ausrüsten. So, cool. Vorher nicht? Aha, die Silbernen sind also so viel wert wie 5 normale. Und was genau der zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Ist immer auch Schnurz. Aber gespeichert? Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Okay, und wo kriege ich den Schlüssel? Du vielleicht? Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Tuck und seine Gang sind hinter uns her. Kannst du meinen Freunden auch helfen? Klar. Wenn du mir sagst, wo sie sind, nehm gern. Aber hier geht's ja nicht weiter. Also muss ja anscheinend hier lang. Ich hoffe wirklich, dass du wohl noch ein paar Möhren übrig hast. Sonst verhungert er noch.